Mark Kevin Göllner ist heute zu uns in die Privatklinik Pearl of Estate gekommen, um sich die Haare transplantieren zu lassen. Wir werden gleich in Lokalanästhesie einen kleinen feinen Streifen aus dem Hinterkopf entnehmen. Aus diesem Streifen werden wir dann ca. 2500 Transplantate herausschneiden und diese werden wir dann am Vorderkopf jeweils in diese 2500 kleinen Einpflanzkanäle einpflanzen. Also wir zeichnen jetzt hier die Haarlinie an. Die sieht doch gut aus, ne? Die ist auch nicht so gerade, sondern so un-Berlusconi-like, so ein bisschen gezackt, ne? Damit das nicht so wie ein Puppenkopf aussieht. Dann haben wir den Smoking vor. Ja. Erstmal was gegen Schmerz. Ne? Damit er auch nicht sagen kann, war ja gar nicht wie beim Zahn. Schneiden wir jetzt schon die Transplantate für die erste Reihe Einzelhaare, damit das schön natürlich ist. Und da hinten größere Transplantate für den Fettschopf. Also ich habe über die Jahre gemerkt, dass sie immer dünner werden. Und ich habe mit meiner Frau da einmal drüber gesprochen gehabt und da meinte sie, mach es. Ich möchte wieder diesen Pferdeschwanz, den ich früher hatte, der vorne rausgeguckt hat, den hätte ich jetzt gern. Also ich habe Ergebnisse von anderen Sportlern gesehen, die das gemacht haben und da war ich einfach begeistert. Ich muss sagen, das Kalt, das hat mir keiner vorher gesagt, dass ich mit eiskaltem Wasser die Haare waschen muss. Das war das Unangenehmste bis jetzt. Jetzt werden die Haare geteilt und dann eingesetzt. Also nach 2-3 Monaten wachsen die wohl 25%. Dann würden sie wieder ausfallen und spätestens nach einem Jahr habe ich meinen Fettschopf.